Warum dauert der Aufstieg so lange? Oder wann ist es endlich soweit? Das sind Themen, die euch so sehr interessieren und das wurde jetzt auch erst auf Telegram gefragt. Ja, haben wir vielleicht Zeichen übersehen, die uns das Universum sendet? Oder sind es die tief verwurzelten Herausforderungen unseres Egos, die uns zurückhalten? Begleite mich heute zu einer faszinierenden Reise von den individuellen Lektionen, die jeder von uns lernen muss, bis hin zu den kollektiven Hürden, die wir als Menschheit überwinden sollten. Dieses Video wird deine Sichtweise auf den spirituellen Aufstieg verändern. Bleibe bis zum Schluss dran, denn wir machen eine sehr tiefgehende Meditation, um unser Bewusstsein zu erweitern. Bevor wir jetzt gleich beginnen, hier in dieses Thema einzutauchen, möchte ich dich noch auf die Links unter dem Video aufmerksam machen. Dort gibt es kostenlose Angebote von Smarana und unter dem Video findest du getaggte Produkte, die ganz wichtig sind. Und zwar geht es hier einmal um unser Festival, was ja Ende Juni ist. Dort werden wir im Kollektiv sehr viel für den Aufstieg tun. Wir werden zusammenwirken. Du wirst den Zusammenhalt der Familie spüren. Und da können wir sehr, sehr viel auch für unser Bewusstsein tun. Es war schon immer mein Wunsch, ganz viele Menschen zusammenzubringen unter dem Licht der Liebe, um uns hier auf der Erde die Möglichkeit zu geben, unsere Aufgabe zu erfüllen und Licht und Liebe zu bringen, Heilung zu bringen, um einfach eine bessere Welt zu schaffen. Ich habe es dann irgendwann das erste Mal gehört, wir machen ein spirituelles Treffen und darauf bin ich sofort angesprungen. Und dann war das zweimal in Marburg die letzten zwei Jahre und jetzt sind wir hier heute in Kirchheim. Es war einfach, als soll es so sein, als wäre das einfach Teil meiner Mission, dabei zu sein. Wir haben hier keine Regeln, keinen Guru und ich liebe es hier zu sein, weil es eine freie spirituelle Gemeinschaft ist. Na, es ist was Besonderes. Wir haben uns hier alle eingefunden, um Licht und Liebe in die Welt zu bringen. So, und jetzt kommen wir mal zu dieser Geschichte. Warum dauert es mit dem Aufstieg so lange und wann ist es denn endlich soweit? Menschen werden ungeduldig und glauben schon fast gar nicht mehr daran. Und an was könnte das denn liegen? Da sage ich dir, das Ego spielt eine zentrale Rolle in diesem Feld. Und manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass man da so sehr im Ego ist. Es gibt also viele Menschen, die einfach noch an alten Dingen festhalten, obwohl es so oft gesagt wird, lasse los und öffne dich dem Neuen. Die merken gar nicht, dass sie festhalten und dadurch eben dieses ganze System ins Stocken gerät oder stehen bleibt eigentlich, wo es ist. Und da gilt es also noch viel zu lernen und die Menschen werden das erfahren, auf jeden Fall. Aber es braucht eben deswegen ein bisschen Zeit. Das könnt ihr so vielleicht besser annehmen. Und ich habe ja auch auf Telegram schon geantwortet, weil da taucht die Frage auch immer wieder mal auf. Und es ist wichtig zu wissen, jeder Widerstand gegen eine Veränderung ist ein Kampf und ist mit dem Ego verknüpft. Das Ego hält oft an bekannten Dingen einfach fest, mit dem Gefühl, dass was damals schon immer war, muss einfach richtig sein. Obwohl es doch bei überholten Dingen, wo man sieht, dass die Zukunft sich ändert, dass man da mitgehen sollte, um eben selbst nicht stecken zu bleiben. Und da gibt es also durch das Loslassen von alten Mustern so eine Blockade, die den spirituellen Prozess des Erwachens behindern kann bei einigen Menschen, die eben noch nicht so weit sind. Dann haben wir auch noch dieses Trennungsdenken. Das Ego selbst sieht sich nämlich oft als getrennt von anderen oder von der Umwelt. Und das ist ja nicht so. Das wird zwar gefördert in der Gemeinschaft, im Kollektiv, aber
je mehr man die Menschen trennt, umso mehr kommt dieses Gefühl der Konkurrenz von Konflikten und Kriegen, und diese ganzen negativen Energien kommen also dadurch zustande. Und das ist etwas, was also die höheren Bewusstseinsebenen, mit dem kann man das nicht betreten. Also das muss weg, dieses Trennungsgefühl. Und das Ego ist also einfach auch sehr noch konzentriert auf das dualistische Denken, auf das Gute und das Böse und das Richtig und Falsch. Und wenn man da sehr involviert ist, kommt man nicht durch. Da ist man immer noch, da hält man auch fest, ne? Und wenn man aber beginnt, Dinge anzunehmen oder hinzunehmen und sagt, das ist halt jetzt mal so, ohne auf richtig oder falsch zu gehen, dann kommt man da in die Neutralität und gibt den Energien freien Lauf und kommt dann auch in die Erwachensenergien hinein. Und das müssen halt viele Menschen noch lernen. Und vor allen Dingen, wenn der Verstand oder das Ego dominiert, das heißt, wenn man sich jetzt in Meditationen oder Channelings nicht richtig fallen lassen kann, weil der Verstand immer noch kontrolliert, ist es ein Zeichen, dass man an sich arbeiten sollte und doch eher dem Loslassen mal Raum geben sollte, weil es kann ja nichts passieren, als wie dass du dich tief entspannst in so einer Sache. Und da kommt es nämlich drauf an, einfach dem Gefühl zu vertrauen, dem Herzen zu vertrauen. Und die geistige Welt sagt so oft, öffne dein Herz und vertraue dir, sehe mit dem Herzen, spreche mit dem Herzen. Und all das, was ich jetzt so aufgezählt habe, führt letztendlich in die Angst und in die Unsicherheit. Und das ist diese Angstmatrix, die manipulative Zeitlinie, diese manipulative Matrix. Wenn du diese Punkte alle noch nicht für dich gelöst hast, ist es wahrscheinlich, dass du in so einer Matrix noch gefangen bist. Und da sollte man eben dran arbeiten. Jetzt kannst du aber einen anderen Menschen nicht vorschreiben, was er zu denken hat, was er zu tun hat, wie er eben jetzt ins Erwachen kommt, sondern das sind persönliche Erfahrungen, die jeder machen muss. Und das Problem ist, in der Spiritualität, da sehe ich ein Problem, dass jeder so für sich gerne ein bisschen hinwurschtelt und man sich nicht so sehr zusammentut. Wir machen das ja jetzt am Smarana Festival, da treffen wir uns ja und da sind wir zusammen und haben dann eine riesengroße Kraft und werden dann auch in ein großes Wachstum hineinkommen. Und das kann man auch online natürlich verfolgen, wenn man jetzt da irgendwie nicht persönlich hin kann. Solche Gelegenheiten müssen unbedingt genutzt werden. Denn auch die Energie, die da entsteht, und du könntest ja jetzt sagen, gut, das sind ja jetzt nur Menschen, die schon dieses Bewusstsein haben, sage ich, ja, das stimmt. Aber diese Energie, diese Bewusstseinsenergie breitet sich dann aus und erreicht durch diese Stärke auch andere Menschen. Da kommt eine gewisse Transformations- und Heilungsenergie zustande. Und wir am Festival, wir machen ja die Zeitlinienheilung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir da alle zusammenwirken. Und wir gehen in die Zeitlinie, die vollkommen intakt und gut ist, wo wir den Zugang haben, wo wir alle schon den Aufstieg hinter uns haben, und holen die Energie hier auf die Erde. Und ich zeige euch, wie das geht. Das ist also, es gibt da eine bestimmte Technik, die ist wow, die ist richtig wow. Und so in der Art werden wir da also wirken. Und das ist ganz wichtig, denn diese Energie wird dann die anderen Menschen auf der Zeitlinie auch erreichen, weil wir sie erst runterholen müssen. Und da ist eine ganz große Heilung also möglich. Und wir haben dann die kollektive Heilung, den kollektiven Aufstieg näher, sind wir dann viel näher. Und dann kommen diese globalen Veränderungen, die ja auch noch geschehen müssen. Ja, wir haben auch kulturelle und gesellschaftliche, wirklich große Veränderungen, die anstehen. Und die können nicht so sehr von heute auf morgen mit einem großen Bumm geschehen, sondern die brauchen manche von denen ziemlich lange Zeit. Und deswegen zieht sich das auch also öfters hin. Und ich erhoffe mir ja von unserer Zeitlinienarbeit, dass es dann doch nicht ganz so lange dauert, sondern wenn wir die Energien schon runterholen, dass es dann ja leichter und schneller gehen wird.
Und dann haben wir noch etwas, und zwar haben wir unser Webinar, wo du zum Trainer des Bewusstseins der Zirbeldrüse dich ausbilden lassen kannst. Also das ist etwas Wundervolles, weil gerade die Zirbeldrüse ist so wichtig in der aktuellen Zeit. Und auch da kannst du dich informieren, hier auf diesem Link. Es ist insgesamt alles ein Lern- und Wachstumsprozess, wo wir uns alle drin befinden und wo wir auch alle Herausforderungen zu bestehen haben, die einfach nötig sind, um aus den alten Mustern auszubrechen und neues Verständnis zu entwickeln für das, was kommt. Wir sind also in einem Prozess auch des Lernens und des Anpassens sind wir unterwegs, aus dem wir letztendlich dann in das wunderschöne Ziel haben, was eben dann kommt, die fünfte Dimension. Und das ist es wert, jetzt mal durch diese Probleme durchzugehen, auf jeden Fall. Und viele sagen auch, ach, Vorhersagen, ist doch gar nichts passiert, stimmt doch gar nicht und so. Das ist etwas, wenn man nur oberflächlich guckt oder wenn man nicht so sehr feinfühlig ist, dann nimmt man ja nichts wahr. Es gibt aber so viele unsichtbare Fortschritte, auch bei den einzelnen Menschen, die letztendlich diese spirituelle Entwicklung anschieben. Und deswegen würde ich auch vorsichtig sein mit solchen Aussagen, es geschieht doch nichts. Denn es ist immer energetisch gerade was los. Und auch die Sonnenenergie, wenn ihr guckt, was da im Moment los ist, es ist enorm. Und all das bringt uns ja dazu, noch leichter aufzuwachen, noch leichter. Also die Menschen, die auf dem Weg sind, die werden da so einen richtigen Schubs bekommen, weiterzugehen. Und all das sind Dinge, die geschehen und die man leicht übersieht, wenn man nicht so sehr in die Tiefe gehen will, vom Verständnis her. Also ich will euch einfach sagen, habt weiterhin Geduld, bleibt dabei, lasst euch nicht entmutigen, weil es jetzt länger dauert, als wir denken oder uns erhofft haben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg und es wird uns Gutes geschehen. Das, was wir vorher durchleben, kann etwas schwieriger sein, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und ohne dass jetzt eine alte Türe geschlossen wird, kann keine neue aufgehen. So hatten wir es auch schon oft gesagt, das sagt auch die geistige Welt. Und beginnt einfach mit dem Herzen zu fühlen, immer mehr zu fühlen und auf euch zu vertrauen und nicht auf das, was im Außen gesagt wird. Ich weiß, dass ihr das schon wisst, aber vielleicht sind ja auch ein paar neue mal hier, die das noch nicht so oft gehört haben und ich werde nicht müde, immer wieder das zu wiederholen. Jetzt darf ich euch dann gleich einladen zu einer wundervollen, tiefgehenden Meditation und ich möchte vorher noch erwähnen, dass wir ja auch die Zirbeldrüse in einem Live-Channel-Abend nochmal aktivieren. Wenn du da dabei sein möchtest, würde ich dir dringend empfehlen, da mitzumachen. Hier ist auch der Link zum Produkt. Und die Zirbeldrüse ist ja mit dem dritten Auge zusammen eins der wichtigsten Organe oder das wichtigste spirituelle Organ sowieso, was uns hilft, da leichter durchzukommen und uns zu erkennen und zu fühlen, wer wir sind. Und das ist das Wichtigste, dass wir niemals vergessen, wer wir in Wirklichkeit sind. Und mit diesen Worten möchte ich euch jetzt einladen zu der Meditation. Ich sprühe mich ein mit dem Auraschutzspray, ganz wichtig auch, und mit den klaren Gedanken. Die liebe ich so. Klarheit ist eins der wichtigsten Dinge. Denn wenn du klar in deinen Gedanken bist und dein Ziel fokussierst, dann geht's schon mal alles lang. Ihr Lieben, geliebte Herzensmenschen, voller Freude darf ich euch zu dieser Meditation begrüßen. Und jeden einzelnen von euch einladen, sich in den Worten und Energien fallen zu lassen und einmal den Mut zu haben, loszulassen von alten Denkmustern,
loszulassen von einer Kontrolle des Verstandes. Denn was wir jetzt heute hier tun, ist mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen fühlen und sprechen. Und du spürst schon, dass meine Worte weicher werden. Denn sobald ich mit dem Herzen zu sprechen beginne, fließt die Liebe durch die Worte. Und diese Liebe fließt direkt zu dir. Sie fließt direkt in dein Herz, wenn du bereit bist, dein Herz jetzt zu öffnen. Und ich bitte dich, erlaube dir, dein Herz zu öffnen. Und erlaube dir auch, dich fallen zu lassen und einfach mal die Energie zu genießen, dir vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit zu gönnen, Zeit für dich zu erleben und so auch die Nähe deiner Seele zu fühlen. Denn deine Seele ist sehr gerne in deinem Herzen. Und wenn du jetzt deine Hände auf dein Herz legst, vielleicht spürst du dann, wie deine Seele bei dir ist. Vielleicht spürst du, wie Herz und Seele sich verbinden. Und aus dieser Verbindung sehr viel Energie entsteht, die dich nun umhüllt. Lass es einfach geschehen, denn es ist deine eigene Energie, dein eigenes Licht und deine Liebe, die du jetzt fühlst. Und wenn du an der Stirn, am Kopf etwas spürst, dann ist es deine Seele, die jetzt für dich wirkt. Und bei dem einen oder dem anderen von euch wird es möglich sein, verloren gegangene Seelenanteile zurückzubekommen, jetzt in diesem Moment. Und so lass es ruhig zu. Lass auch die Stellen an deiner Stirn zu, die vielleicht pulsieren oder wo du eine Elektrizität spürst. Alles darf sein. Die geistige Welt arbeitet mit dir, so wie es gut für dich ist. Sie ist für jeden Einzelnen individuell für das allerhöchste Wohl bedacht. Und du darfst vertrauen, dass alles, was jetzt geschieht, gut für dich ist. Und so nimm dir ein wenig Zeit und empfange Bilder, Gefühle oder Farben als Botschaft deiner Seele. Denn durch die Nähe, durch die Verbindung über dein Herz hat sich deine Seele aktiviert und ist bereit, jetzt mit dir zu kommunizieren. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um die Energie deiner Seele zu fühlen. Es ist ein heiliger, feierlicher Moment. Und vielleicht nimmst du auch gar nichts wahr. Dann kann ich dir versichern, dass deine Seele ganz eng bei dir, mit dir verbunden ist und die Liebe deiner Seele durch dich fließt. Oder wenn du etwas wahrnimmst, dann sind es die Bilder und die Botschaften deiner Seele. Alles ist gut, so wie es ist. Lass die Kontrolle los und gib dich einfach hin in diese Energien und spüre, wie schön es ist, in der Liebe zu baden, vom Licht umhüllt zu sein. Wie schön es ist, wenn du jetzt in diesem Moment vorbereitet wirst
immer noch mehr Energie aufnehmen zu können und deine Energie erhöht wird, sodass du die fünfte Dimension förmlich fühlen kannst. Verweile in diesen Momenten des Glücks. Und genieße. Genieße. Denn diese Momente sind heilig. Um dann nach einer Weile, wenn du spürst, die Energie lässt langsam nach, wieder in dein Herz zurückzukehren mit deiner Aufmerksamkeit, wieder in deinen Raum zurückzukehren, in deinem Hier und Jetzt zu sein, Hände und Füße zu bewegen, die Augen zu öffnen, um festzustellen, dass die Energie sich in deinem Raum verändert hat und dass du vielleicht sogar hinter den Schleier jetzt schaust und die fünfte Dimension erkennst. Und dann nimm jetzt einen Atemzug und hol dir diese Energie noch einmal in deinen Körper und danke deiner Seele für alles, was gerade geschehen ist. Mit einer Herzensumarmung von mir. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und wenn du gerne solche Meditationen oder Botschaften erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren, teilen und auch, wie es dir jetzt ging, unten unter das Video in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf. Alles Liebe, bis bald.